So, moin Leute, Tagchen und willkommen in der Welt von Risen, oder besser gesagt Insel von Risen. Und vor uns steht der nette Skorpion, den wir uns jetzt vorknöpfen werden und hoffentlich auch besiegen können. Bis jetzt haben wir auf die Schnauze gekriegt, wenn wir gegen den gekämpft haben. Aber wir versuchen es einfach mal, denn ich denke, wir müssen an den vorbei. Alter, der ist schön bedrohlich hier. Aber wir machen immer noch nicht viel Damage. Aber schon besser. Uiuiui. Wenigstens macht er nicht so viel Damage gerade. Es läuft schon mal besser als... Wow, 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 wow. Jedes Mal, wenn ich es gerade sage, passiert so eine Scheiße. Jo, der kann nichts mehr machen. Der Noob. Ha, du Drecksack. Die habe ich gezeigt, weil du schön an Steinen geblieben bist, du Loser. So, was haben wir? Heldenkrone. Ach, so sehen die Dinger aus. Geilo. Vier Stück, können wir schon vier. Da ist doch noch einer, oder? Nee, das sind Pilze. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nein. So, damit müssten wir jetzt die vierte Kiste gefunden haben. Letzte Folge haben wir auch Eroxon erledigt. Das wurde sowieso mal fällig. Der ging mir sowieso auf den Sack. So, irgendwo hier muss was zu buddeln sein. Oder müssen wir hier runter? Warte mal, wir gucken uns nochmal um. Hier irgendwas buddeln können. Sonst müssen wir vielleicht da runter. Aber wie kommen wir da runter, ohne zu sterben? Das ist die Frage. Vielleicht hier rüber? Da würde ich aber gerne vorher nochmal speichern, dass wir auch wieder... Und wir probieren das mal aus. So, wie gehen wir jetzt vor? Hier kann ich nichts buddeln. Sollen wir mal runterspringen? YOLO! Idiot, 10 EP. Warte mal, wir liegen jetzt hier rum. Gehen wir aus dem Weg, Skelett. Okay, wir müssen... Hallo, ich wollte gucken! EC, 10 Erfolgspunkte. Juhu! Was soll ich dazu sagen? Da sind wir wieder bei der letzten Folge. Warclimb stellt sich dumm an. Ich weiß nicht, was der Warclimb meint. Haben wir noch einen Leviathan-Zauber? Ja. Dann benutzen wir doch einfach den hier so. So, jetzt gerade der chemische, dem ich ein Bild kopiere schon wieder gleich. So, wo ist er denn? Wo seid ihr denn? Kommt dran, Jungs! Ja. Okay, kein Problem mehr. Ich denke mal, du wirst auch kein Problem sein. Kein Problem, habe ich doch gesagt. Habt ihr da irgendwie welche Probleme gesehen? Nö, wa? Mana-Wurzel. Stabiler Ast. So. Jetzt müssen wir mal umgucken. Da habe ich eine Truhe gesehen. Aber das war keine Schatztruhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. So! Cello, bitte aufschreiben. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Schatztruhe, danke. Der hat jetzt die Aufgabe gekriegt. Hier ist Schatztruhe, den muss er sich aufschreiben. Opa, wenn ich dann Schloss Knacken 3 geskillt habe, darf er mir in den Kommentaren schreiben, wo die waren. So, jetzt gucken wir mal hier.
Aha. Aha, aha. Aha, aha, I like it. Aber wo ist jetzt hier... Alles klar, liebe. Dann wissen wir auch nächstes Mal, wie wir hier hinkommen. Ach, kicke mal. So enden wir alle mal. Hier ist was vergraben. Gut, dann haben wir das. Dann wären wir auch von oben runtergekommen, aber ist ja auch wurscht. Wenn wir das nicht wissen, dann können wir das auch nicht praktizieren. So. Dann würde ich mal sagen, dass wir uns irgendwo jetzt hin teleportieren, wo wir pennen können. Das müsste jetzt die vierte Truhe sein, oder? Wir werden mal gleich gucken, das wird uns ja gleich angezeigt. Warte mal. Eine da, wo wir den Dicken besiegt haben. War das Vasili? Dann eine da neben dem Haus mit den Vasallenringen. Genau, 4 von 5. Dann fehlt uns nur noch einer. Und jetzt war... Teleport. Da werden mir nur angezeigt, die ich habe, oder? Genau. Namenlose Gräber, genau. Den haben wir jetzt hier, den haben wir bei der Vulkanfestung, den. Genau, dann können wir uns jetzt in die Vulkanfestung teleportieren, irgendwo pennen gehen. Und dann holen wir uns das hier. Und das kommt auch jetzt dann bald dran. So, L weg hier. So. Vulkanfestung war 0. Rapta Lipta. Dann haben wir vielleicht bald unsere zweite Kristallscheibe. Und dann wird verstimmt der Kampf gegen Romanov. So, mit dir will ich sowieso nicht reden. Verschwinde. Weil vorher rede ich sowieso mit Don Esteban. Dip-dip-dip. Uiui, Glocken. Kommandant! Gerade nicht, Kommandant! Schöne Flamme hier. So, jetzt müssen wir nur ein Plätzchen zum Schlafen finden. Raus! Nicht, solange mir noch einer auf den Sack geht. Oh Mann, Alter. Ash, catch him, hör auf. Ist hier. War ich hier schon mal drin, ne? Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ja, anscheinend nicht. Und dann kann man das ja auch lesen. Hier. Ach. Über Spruchrollen und Zutaten. Aha. Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Flügelstaub. Oho. Gut zu wissen. Ich will nur schlafen, Kinder. Dankeschön. Ruhe in Frieden. So. Haben wir uns auch noch ein bisschen Weisheit drin? Was bringt uns Weisheit eigentlich? Das habe ich mir noch nicht. Weisheit benötigt ihr für das Verstehen der magischen Siegel. Aha. So, jetzt verschwinden wir hier. Ash catchen. War mir eine Ehre. Ja, eigentlich nicht. So, wie kommen wir denn jetzt hier? Ach, hier. Das nennt man Dummheit. Bock nicht, was ich gerade mache. Ich weiß es selber nicht. So. Schick, schick. So, hier. Oha. Da schlägt er um sich, der Bengel. So. Jemand, lass mal durch hier, kommt mal Platz. Okay. So. So, hier, wo musste das sein? War hier mal irgendwas, was ich besiegen musste? War das hier? Bestimmt da drinne. War ich da schon da drinne? Da ist ein Echsenkrieger. Verdammter Mist. Kommen die beide an?
Ach du meine Nase. Wir probieren mal aus, nur die Panzergrille zu holen. Nein, es kommt beide an. Ne, es kommt nur der Typ hier an. Hab ich den getroffen? Ja. Ich hab den Echsenkrieger getroffen. LOL! Wow. Der war easy. Nordtempel. Okay. Wirklich, die haben wirklich Teleportsteine bei. Okay, dann weiß ich eigentlich Bescheid, dass ich von denen die Teleportsteine bekomme. Ist nur die Frage jetzt, war das hier? Warte mal, ich muss nochmal gucken. Aber wir gehen trotzdem in den Tempel gleich rein, so ist es nicht. Aber ich will nur... Ne, das war hier unten. Egal, wir gehen jetzt in den Tempel rein. Weil da war auch noch nicht drin, ne? Da ist auch noch Gold, Alter. Oh, jetzt war richtig... Wow. Damage an der Panzergrille, Alter. Wisst ihr noch, wie ich ständig an die rumgekloppt habe? Kein Problem mehr. Diese Mistviecher, so schnell können die weggeklatscht werden. Habe ich das hier schon geholt? Ich bin mir nicht sicher. Nichts. Doch, habe ich schon. So. Dann werden wir uns das jetzt mal hier angucken. Oh. Oder sind wir hier schon lang gelaufen? Ich bin mir echt nicht sicher. Wenn da nichts drin ist, dann... Nee, da, hier sind wir schon lang gelaufen. Wieso lebt denn da nochmal die Panzergrille? Was da... Da... Was ist die, wo hier... Ah, hier sind wir ja nicht weitergekommen. So, was war das? Hier waren... Genau. Hier kommt ja diese Steinfelsen runter. Und hier sind... Aber hier ist kein Tele... Hier ist kein Dingsbums. Warte mal, wir probieren mal was aus. Wenn, dann sind wir sowieso tot. Fried wartet? LOL. Okay, das funktioniert nicht. Alles klar. Was heißt Fred wartet? Das ist ein Mysterium, das ich noch rauskriegen muss. Wahrscheinlich kommen wir mit... Weiß ich nicht, wie wir da jetzt vorbeikommen. Das war die Ruine, die ich meinte. War, habe ich das in der letzten Folge gesagt, wo ich überlegt habe, in welcher Ruine wir nicht weiterkamen? Das war die hier. So, wir probieren alles mal jetzt aus, so. Warte. Ich hab noch einen dritten Zauber. Mit denen wird's funktionieren. Ich hab noch einen dritten Zauber. Ich hab... Ja, nasch doch den Stein. Es sieht aus, als wenn er jetzt so... Den nimmt so... Oh, jetzt so ein Goldbrocken. Weg mit dem Mist. Bei Goldschmiede müssen wir auch nochmal gucken, ob wir da was Gescheites herstellen können. So, warte, einen Zauber habe ich noch. Einen Zauber müsste ich noch haben, den ich benutzen kann. Wenn ich ihn hab. Genau den hier. Okay. Alles klar. Ich dachte, der wäre schneller. Gut, okay. Damit ist mein Latein auch am Ende. Und wir sehen nochmal... Die schöne Vulkanfestung. In schöner Pracht mit Fenstern. Mit einer Faust. Und ich weiß gar nicht, was das andere Spiel da sein soll. Soll das ein Schild sein? Ich glaube ein Schild. Und hier die dämlichen Archäologen, die nichts können. So, okay. Dann eben nicht, Kinder. Aber wenigstens haben wir jetzt den Teleportstein dafür. Wozu wir da jetzt extra einen Teleportstein brauchen, weiß ich auch nicht. So. Das war hier irgendwo. Da muss ich hier runter. Ach, die Höhle! Ach, kicke mal an. So, komme ich da runter? Nee. Da ist doch eine Höhle unten, oder? Komme ich denn da runter? Muss ich da durch den Osttempel? Da ist auch Heldenkrone wieder. Da könnte ich mit dem Leviathan-Zauber jetzt...
Warte, wir gucken uns das nochmal an. Bestimmt musst du hier durch den Tempel, um da runterzukommen. Ich bin eigentlich mir ziemlich sicher. Oder ich könnte mir ziemlich sicher sein. So, ist hier überhaupt nichts, was ich hier aktivieren könnte? Weil sonst könnten wir hier einfach rüberspringen. Aber was bringt uns das? Warte mal. Ey, sonst, letztes Mal hat's geklappt. Ich könnte kocken. Oder wir gehen einfach mit Leviathan-Zauber runter. Die Frage ist nur, wie viel Leviathan-Zauber brauchen wir doch? Wenn wir die einfach so verschwenden, dann ist das Shit. Mit den Spruchrollen muss ich mich auch nochmal beschäftigen. Da können wir auch die Leviathan-Zauber selber machen. Ach, ich bin echt... Wie kommt man hier vorbei? Habe ich einen Telekinese-Zauber? Warte mal. Die Illusion schaffen nicht. Ah, er kam nicht runter. Okay, gut, 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 gut. Geil. LOL! Ja. Mist, wie, ey. Ach so, mehr ist das nicht. Nathan, das ist das Feuerkristall. Cool. Aber dafür muss es Zauberer sein, denke ich mal. Schwere Truhe. Was haben wir hier noch drin? 144, geil. Perle 2. Okay. Kein Dingsbumsbeutel. So. Ne, wir haben alles deaktiviert. Okay, naja, da zumindest haben wir das Geheimnis gelüftet. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da runter? Kommen wir da runter von der anderen Seite? Oder schummeln wir mit dem Leviathan-Zauber? Das ist die Frage. Oder können wir uns so runterschlingen? Warte mal. Sterben wir? Nee, warte mal. Wir sterben nicht. Da ist das nämlich. Da ist auch... Guck mal, wie war das? Warte mal. Egal, warte mal. Pilz. Warte mal. Milch, Wasser, Wein, Zwiebeln, bla bla bla. Lass mal hier mal die ganzen scheiß Fische hier. Yam, 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 komm. Achso, ist Zutat. Wurst, komm, essen hier. Oh, Kraut. So, mal sehen, ob wir das überleben. Way, aber. Sehr schön. Heldenkrone mitnehmen und. Warte mal. Warte mal. Lol, was ist das? Kristallkugel der Leviathan. Ach, damit wir. Fred wartet. Hui. Was ist das hier? Nichts. Ach, dass wir wieder da hochkommen, wa? Ja, jetzt warte mal. Warte mal. Wir dürfen nichts überstürzen, denn. Ich habe. Was ist das hier? Genau, ich habe die Angst, dass Romanov dann plötzlich hinter uns steht. Deswegen, wenn wir das jetzt speichern. Und wir holen das jetzt. So, Leute. Letzter namenlose Grab. Oder der kommt erst, wenn wir bei Patty sind. Und dann wird die nächste Folge richtig geil. Weil dann bin ich gespannt, ob wir gegen Romanov kämpfen. Bisschen aufgeregt ist er. Dann haben wir schon 2 von 5 Kristallscherben. Dann ist noch einer bei dem Druiden. Einer haben die Gnome geklaut. Und den 5. muss ich mal schauen. Vokal, genau. Namenlose Gräber. 1000 Erfahrung. So. Keiner hier. Geiler Shit. So, warte mal. Was
Ist das hier unten? Sind da Gnome? Ne, das ist die Höhle mit den Wölfen. Okay. Alles klar. So, dann werden wir uns jetzt ins Banditenlager verziehen. Ich habe schon wieder F9 gedrückt. Ey, mein Gott. Kann mich mal jemand schlagen? Ist unfassbar. Ich darf nicht... Also, wir haben es ja jetzt gerade 23 Uhr. Ich darf anscheinend nicht mehr so spät aufnehmen. Ich bin nicht mehr fähig, das zu konzentrieren. Egal, wir müssen das jetzt durchziehen. Also, die Neuen. Mein Gott, ey. Einzelne Katastrophe diese Woche, die Folgen. So, yo, wir sind in unser Hut. Und ich würde sagen, wir gehen in Penn bei uns in das Häuschen. Und beenden für heute die Folge. Ich werde mich jetzt nochmal kurz sammeln. Und dann werden wir in der nächsten Folge das Geheimnis um die namenlose Gräber hoffentlich herausfinden, wa? Bis dahin, macht's gut, tschüss!